Hallo, herzlich willkommen hier aus der Monatshensia. Wir sprechen heute über Andrea Mangabell, eine Woman of Color aus den 1930er Jahren, warum Andrea Mangabell heute noch Relevanz hat und über einen Briefwechsel, der hier im Archiv der Monatshensia liegt. Mein Name ist Rebecca Faber, ich bin Programmkuratorin hier in der Monatshensia und ich spreche heute mit Lea Singer über ihren neuesten Roman Die Heilige des Trinkers, die vergessene Liebe von Josef Roth, das ist der Untertitel. Und die Protagonistin dieses Romans ist Andrea Mangabell. Schön, dass Sie da sind, Frau Singer. Für mich ist es schön, da zu sein, denn das Buch verdankt seine Entstehung auch diesem Haus. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wer Andrea Mangabell eigentlich war und was sie eigentlich dazu bewegt hat, diese Geschichte in einem Roman zu erzählen. Auf die Andrea Mangabell gestoßen bin ich schon ganz jung, als ich die erste Biografie über Roth las von Bronson, David Bronson. David Bronson war Amerikaner, sprach aber fließend Deutsch, sogar Wienerisch und hatte in den 70er Jahren noch das Glück, in den späten 60er und frühen 70er Jahren genau zu sein, sehr viele Zeitzeugen von Roth aufzufinden und mit ihnen sprechen zu können. Und diese Typoskripte seiner Interviews sind eine Fundgrube. Sie wurden teils publiziert, aber nicht ganz, und die liegen im Roth-Archiv in Wien. Dann habe ich diesen Namen in mir herumgetragen, Andrea Mangabell. Das ist ein Name, der macht allein neugierig. Und vor 8 Jahren erschien ein Buch von Christian Bomarius, Jurist und Autor, über Der gute Deutsche, die Ermordung von Rudolf Mangabell in Kamerun. Und dachte, oh, wieder dieser Name. Und das war ihr Schwiegervater. Er wurde ermordet 5 Jahre, bevor sie seinen Sohn heiratete. Ich habe mich dann auf die Spur dieser Frau gemacht, weil für mich das Spannende war, dass ich verschiedenen Frauen, die in Roths Leben eine Rolle gespielt haben, die Autoren bereits gewidmet hatten, belletristisch oder als Sachbuchautoren, und diese Frau bisher nicht. Und stieß auf eine Frau, die so mutig ist, dass ich auch heute den Mut haben werde, mit einem Tabu zu brechen. Das, glaube ich, bin ich ihr schuldig und der Sache schuldig. Andrea Mangabell ist als Frau geboren, Anfang der Jahrhundertwende, und die Situation von Frauen war schwierig, beruflich, privat, finanziell. Vielleicht können Sie uns kurz was darüber erzählen, wie die Situation von Andrea Mangabell war, bevor sie Josef Roth kennengelernt hat, und dann, wie sich das auch während der Beziehung verändert hat. Sie hat mit einer Sondererlaubnis heiraten dürfen und heiratete den Sohn von diesem Rudolf Mangabell, den die Deutschen in einer Nacht- und Nebelaktion ermordet hatten. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges wechselten ja die Herren von Kamerun, ja, und Frankreich übernahm nun diese Kolonie. Nun hat natürlich Frankreich entdeckt, dass dieser Mann ein Faustpfand war. Er ist designierter Fürst, wie man das vielleicht nennt, von Kamerun. Manchmal bedeutete, wird er auch als König gehandelt. Ja, ja, oder als Häuptling, das, ja, finde ich allerdings rassistisch. Ja. Sie haben kapiert, das ist ein Unterpfand und das dürfen wir nicht aus der Hand geben. Das bedeutet Macht habe über die einheimische Bevölkerung dort. Und die Deutschen dachten genauso. Und auf diese Weise wurde Mangabell, also der Mann von Andrea Mangabell, von beiden Seiten her bestochen, nennen wir es ruhig mal so. Also er wurde auch von der französischen Regierung mit Ämtern und vor allem mit Geld bedacht, damit er auf ihre Seite blieb. Mit diesem Geld hat er allerdings sich nicht um diese, ja, noch nicht einmal mündige Frau gekümmert, die er geheiratet hatte. Die war 19, glaube ich. Sie war noch keine 19, nein. Nein, sie war 17, als, ja, er heiratete. Und er hat ihr, man muss wirklich das so hart sagen, 2 Kinder gemacht und sich dann aufgelöst, ja, in nichts, trieb sich in der Szene in Paris herum, ließ es sich gut gehen, aber die Frau war sozusagen aufgeschmissen. Und er hat weder finanziell für seine Kinder gesorgt, noch in irgendeine, ja, andere, ja, Weise Care-Arbeit, ja, für seine Kinder. Die Frau Kinder war also Alleinerziehende, sie war eine Woman of Color. Das war weder in Deutschland noch in Frankreich leicht. Auch wenn in Frankreich mehr Menschen lebten, die einen anderen Hintergrund hatten als einen klassisch französischen,
die zum Beispiel aus Nordafrika nach Paris gekommen waren oder aus anderen ehemaligen Kolonien. Andrea Mangabell hat dann versuchen müssen, sich selbst durchzubringen, hat ihre Kinder, ganz die alleinerziehende Mutter von heute, bei ihrer Mutter in Hamburg geparkt und in Berlin, wo das leichter war, nach einer Stelle gesucht und auch eine gefunden, weil sie mehrsprachig war, weil sie ungeheuer offen war, weil sie schnell war, sie sprach auch sehr schnell und weil sie offenbar in großer Geschwindigkeit Neues aufnehmen, lernen, speichern, umsetzen konnte. Und weil sie auch gut mit Texten arbeiten konnte, oder? Sie hat ja in einer Redaktion von einer bekannten Zeitschrift gearbeitet. Sie arbeitet für eine Zeitschrift, die hieß Gebrauchsgrafik. Das klingt erstmal uninteressant. Das war aber eine international hoch angesehene Sache. Die Exemplare der Originale werden heute hoch gehandelt. Und sie war die Mitarbeiterin von Franz Bley, ein heute vergessener Mann und wohl einer der am meisten gebildeten seiner Generation. Er hatte auch ein Wissen, was sich nicht so leicht verwerten ließ, nämlich Erotika. Damit hat er sich intensiv befasst, auch mit Schriftstellern, mit Künstlern, die sich erotischen Themen gewidmet haben. Aber er war, wie gesagt, vielsprachig. Er hat aus dem Chinesischen übersetzt. Er war belesen vom Scheitel bis zur Sohle, noch zudem ein schräger Vogel, der in der Literaturszene ungeheuer beliebt war. Und sie hatte mit ihm ein sehr gutes Verhältnis. Sie war in der Literatenszene in Berlin beheimatet, lange bevor sie Roth kennenlernte. Sie war befreundet mit Frauen aus sehr gebildeten Kreisen und sie war im Theater unterwegs. Genau, und man hat auch versucht, ihre Rollen anzudrehen, teilweise mit einer etwas bedenklichen Einstellung, die man heute als rassistisch bezeichnen würde. Dann hat sie 1929 Josef Roth kennengelernt. Nochmal zur Wiederholung, sie war nicht geschieden, hatte zwei Kinder. Josef Roth war auch verheiratet, hatte eine Frau. Und jetzt lernt sie also Josef Roth kennen und wird seine Geliebte. Und wie war das in der damaligen Zeit? Wie war ihr Ruf? Wie hat sich dann auch ihre berufliche Situation verändert? Als sie sich kennenlernten, war das eigentlich eine gute Zeit. 1929 war Berlin die freiste Stadt vermutlich Europas, vielleicht sogar der Welt. Und es war ein Dorado, gerade zum Beispiel für Homosexuelle, die gesagt haben, hier lebt es sich besser als sonst wo. Und die sind deswegen aus der ganzen Welt gekommen. Damals hat sich es auch eingebürgert, dass man zum Beispiel in Italien, vor allem in Venedig, zu den homosexuellen Männern Berlinese sagte. Die kamen von dort. Und das ist eigentlich das Abenteuerliche an dieser ganzen Berlin-Geschichte, dass aus dieser freien Stadt in einer unfasslichen Geschwindigkeit die am meisten überwachte, die engste Stadt der Welt wurde. Und die Veränderung Berlins hatte natürlich zu tun mit der Liebesgeschichte der beiden. Sie waren beide Verfolgte in einem Hitler-Regime. Und mir fiel beim Schreiben dieses Buches auf, was sich wie ein Leitmotiv durch dieses Buch zieht, dass der Rassismus gegen Juden und gegen Schwarze ungeheuer ähnliche Züge trägt, sogar verbal ähnliche Züge trägt. Und da fanden sich zwei Menschen zusammen, die wirklich auch durch ihre Verfolgtheit zusammengehörten. Josef Roth war Jude, vielleicht das auch nochmal, wenn man sich mit Josef Roth nicht gut auskennt. Und jetzt bewegen wir uns in einem Umfeld, wo es auf der einen Seite eben Rassismus gibt und Antisemitismus, der in der Gesellschaft war, hochgradig war. Und dann kommen nochmal die Nationalsozialisten und dann ist es auch nochmal eine andere Ebene der staatlichen Gewalt und auch, sie waren dann auch von Gesetzen betroffen und mussten fliehen. Ich würde aber gerne nochmal die Frage stellen, Andrea Mangabell hat sich ja in diesen literarischen Netzwerken, in diesen literarischen Kreisen bewegt, wo auch viele Juden und Jüdinnen unterwegs waren, die eben auch betroffen waren. Trotzdem erlebt sie ja in diesen Kreisen auch eine Form von Rassismus. Und mich würde es interessieren, wie sich diese Rassismen auch irgendwo unterscheiden, also der von den Nazis und der Rassismus gegen eine Woman of Color, den sie auch innerhalb ihrer engsten Kreise eigentlich erlebt hat.
Wir müssen natürlich, was die Wortwahl angeht, vorsichtig sein. Damals war das N-Wort noch das Übliche. Ja. Und zum Beispiel hat Roth selbst einen unglaublich guten Essay geschrieben. Die Hälfte seines Werks sind ja journalistische Beiträge, ja, überragende Texte. Und ich rate jedem, sie zu lesen. Es macht einem wirklich Freude und ist eine geistige Anregung erster Güte, diese kurzen Texte zu lesen. Er hat einen Text geschrieben, der trägt, ich muss es jetzt so aussprechen, den Titel Der blonde Neger Guillaume. Mhm. Und da hat er sich verbreitet über die schwarze Schmach, so hieß diese Problematik, in der es darum ging, dass nach dem Ersten Weltkriege die französischen Besatzer im Saarland sich überlegten, wie können wir die Saarländer im Griff behalten. Und dort wurden sehr viele Truppen stationiert, die Soldaten aus Schwarzafrika rekrutiert hatten. Auch aus Nordafrika, aber auch aus Schwarzafrika. Und nun behaupteten die damals schon erwachenden ultrarechten Kräfte, das trüge dazu bei, wie sie das ausdrückten, die deutsche Rasse zu zerstören. Dasselbe, was sie den Juden vorwarfen. Sie sorgten dafür, dass dort die Deutschen sich vermischten mit diesen Menschen aus afrikanischen Ländern. Und das wurde zu einer Kampagne, die anschwoll und je näher das Dritte Reich rückte und je stärker die nationalsozialistischen Kräfte wurden, desto heftiger wurde diese Debatte geführt. Es wurde dann zum Beispiel behauptet, irgendwelche Kinder, die eben nicht weiß waren, die seien entweder Opfer von Vergewaltigungen deutscher Frauen oder aber Kinder von Huren, so, die sich verkauft hätten. Andrea Mangabell fiel sozusagen optisch in dieses Raster und hatte natürlich deswegen auch Schwierigkeiten. Im Prinzip hatte sie in dieser Literatenwelt die besten Chancen, anerkannt zu werden, denn da war doch ein freierer Geist unterwegs. Aber wie sich zeigte, hat der freie Geist auch seine Grenzen gehabt. Ich habe das im Fall von Klaus Mann nachweisen können und er zeigt sich eben bis heute. Dass diese Frau gebildet war, wollen viele nicht wahrhaben. Und da breche ich nun dieses Tabu. Wir Schriftsteller, Sachbuchautoren wie belletristische Autoren werden immer gemahnt, sag nie ein Wort gegen irgendjemanden, der in der Zeitung schreibt, du schaffst dir Feinde, mach das nicht. Ich glaube, diese Einstellung ist nicht mehr zeitgemäß. Denn selbstverständlich hat ein Autor das Recht, in einer Zeitung seine Meinung, auch seine subjektive Meinung abzugeben. Dagegen ist jeder Einspruch sinnlos. Wenn aber Fakten verdreht oder völlig falsch dargestellt werden, dann glaube ich, müssen wir im Interesse der Menschen, der Themen, über die wir schreiben, Einspruch erheben. Und das tue ich hier. In der NZZ schrieb ein freier Autor, dieser Roman, den ich geschrieben habe, brächte nichts Neues über Josef Roth und Andrea Mangabell sei eine ungebildete Frau gewesen. Zum einen habe ich hier in der Monacensia etwas ganz Wunderbares entdeckt, nämlich zwei eidesstattliche Erklärungen, eine von Andrea Mangabell über ihre Verfolgtheit und die zweite von Kästen, dem wichtigsten Lektor von Josef Roth, denn das gesamte Nachlassarchiv von Kästen ist hier beheimatet. Und Kästen bezeugt ihr, dass sie eine eminent wichtige Lektorin, keineswegs Korrektorin und Tippse, von Josef Roth war und an seinen Werken mitgearbeitet hat. Wir wissen auch das habe ich gründlich erforscht und nachgewiesen, dass sie ihm sogar Themen gegeben hat für seine Essays oder für seine politischen Texte. Wir wissen, dass sie ihn beraten hat, und zwar bis zum Schluss. Diese Frau als ungebildet zu bezeichnen, die mit der Crème de la Crème der Literaten verkehrte, die den Mut hatte, Ernst Toller vor diesen Leuten zu verteidigen als Einzige, die den Mut hatte, mit Roth dieses Land zu verlassen, in ein neues Land zu gehen, weil sie eben fließend Französisch sprach, fließend Englisch sprach, fließend Deutsch ohnehin. Diese Frau, die bei dem gebildeten Blei unterwegs gewesen war, als ungebildet zu bezeichnen, ich glaube, da muss man keine Feministin sein und auch kein Feminist, um das fragwürdig zu finden. Spielt da vielleicht doch die Hautfarbe eine Rolle
oder spielte nur ein Machismo die Rolle, wie sie ihm auch begegnet ist? Ich lasse die Frage so stehen. Ja, das ist eine, vielleicht eine Mutmaßung, aber ich frage mich schon, wie, inwiefern die Erinnerung an Andrea Mangabell genau von diesen Faktoren beeinflusst worden ist. Also vom Rassismus auf der einen Seite, von der Tatsache, dass sie eben off-color war, schwarz mit großem S, und die Tatsache, dass sie dann eben auch noch eine Frau war. Ja, das haben Sie eigentlich schon beantwortet, aber vielleicht können Sie noch was dazu sagen. Ja, ich bin dankbar, dass Sie darauf nochmal eingehen, denn es zeigt sich in ganz vielen Stellen, dass diese Kreise nicht nur machistisch waren, zum Beispiel Hertha Pauli, die Schwester des großen Physikers Pauli, die ihre Erinnerungen geschrieben hat. Vor zwei Jahren wurden sie bei Solnheim neu aufgelegt, allein schon diese Frau unvergessbar machen, war eine Großjournalistin, Autorin, Schauspielerin im Kreise Roths, taucht fast nirgendwo auf. Es gab noch einige andere, die wirklich nicht in Vergessenheit geraten sollten. Andrea Mangabell war sehr viel länger an Roths Seite, wenn auch nicht mehr als seine Geliebte. Die Beziehung endete 36 offiziell. Das beweisen Karikaturen, die ein jüdischer Zeichner, der aus Wien geflohen war, er war auf abenteuerliche Weise einem improvisierten Gestapo-Gefängnis in einer Schule entkommen, er nannte sich Gilfira, angefertigt hat. Diese Karikaturen zeigen die engste Runde um Roth im Café de Tournon, und als einzige Frau ist dabei Andrea Mangabell abgebildet. Wie er sie zeichnet, weißhäutig mit einem Stupsnäschen, das hätte sie selbst verlacht. Denn sie selber sagte aktenkundig eben in dieser eidesstattlichen Erklärung, ich war ein N-Typ. Ja? Also sie hat sich da ganz klar in dieser Tradition gesehen und auch ihre Erfolgtheit mit dem Wort N-Hure, wie die Nazis schrieben, als eine Verfolgung begriffen, die sie mit Roth noch mehr zusammengebunden hat. Aber das meinte ich eben damit, dass es auf der einen Seite eben die Nationalsozialisten gibt, die wirklich lebensbedrohlich sind, vor denen die beiden dann ja auch geflohen sind nach Paris, und auch noch viele andere Menschen auch aus diesen Kreisen mussten ja fliehen. Und dann gibt es aber eben ja doch noch diese Ebene, dass Andrea Mangabell in diesen Kreisen so ein bisschen beäugt worden ist, eben als, also ich meine, dann kommt dazu, dass die beiden ja eigentlich verheiratet waren, also ein unehrliches Verhältnis miteinander hatten, und immer wenn Andrea Mangabell dafür gebraucht wurde, Roth dazu zu bringen, irgendwie was zu veröffentlichen, schneller zu machen, dann war sie die Ansprechpartnerin, und aber immer wenn irgendwas nicht gut lief, war sie diejenige, die so, ja, sie hat ihn irgendwie unter einen Bann gestellt, und völlig richtig. Sie ist nicht so ganz geheuer. Völlig richtig. Also auch diese Behauptung, sie habe seine Trunksucht, deren Opfer er wurde, beschleunigt, das ist Unsinn. Diese Frau wurde über 80 Jahre alt. Ja? Und was ich eben auch noch entdeckt habe, ist ein verschollenes Interview. Ich verdanke den Hinweis den Archiven, weil erst durch die Archive kam ich auf dieses Interview. Da spricht sie 55 Minuten lang. Nach so langer Zeit in Paris, sie blieb dann in Paris, hat sich nur während der Besetzung der Nazis dann auf andere Jobs oder auf rettende Inseln in der französischen Provinz zurückziehen müssen. Sie hat in diesem Interview hamburgisch gesnackt und in einem Affentempo, der vergeht einem Hören und Sehen. Und darin erzählt sie eben auch, lachend durchaus, von einer gewissen Geringschätzung, die ihr zuteil geworden war. René Schickele, eine, der Roth sehr gut kannte, schreibt durchaus anerkennend, die Roths, die beiden also, brillierten. Viele Zeitzeugen haben berichtet, dass sie unglaublich schlagfertig mit Roth in der Runde kommunizierte und die sich die Bälle zuwarfen, dass die anderen ihre Unterhaltung hatten, deswegen war die Runde so beliebt. Gleichzeitig sagt sie selbst, wenn sie eine witzige Bemerkung machte, wurde die dann wiederholt mit dem Zusatz, wie Roth sagte. Ja. Das heißt, sie durfte diese Bemerkung nicht gemacht haben, was nicht sein kann, auch nicht sein darf. Und eine weitere Vorurteilsvariante in Fragen des Rassismus bringt uns Klaus Mann, der in seinem Mephisto einen
ich muss sagen, Karikatur, und zwar eine entstellende Karikatur von ihr abgibt. Hochgradig rassistisch. Hochgradig rassistisch. Das wurde erst in den letzten Jahren wirklich verifiziert. Und Erika Mann ist es zu verdanken, dass wir es wissen. Keine Unterstellung, sondern so gemeint. Sie schreibt nämlich unter ein Foto von Andrea Mangabell, das einzige Foto, was im Netz unterwegs ist. Sie sei das Vorbild für Julie Mertens in Mephisto gewesen. Das Interessante ist, was ich auch wieder durch meine Forschungsarbeit entdeckte, dass die Beschreibung dieser Frau im Vokabular fast genau einem Rassetheoriebuch entnommen war, das Hitler 8-mal besaß. So gut hat es ihm gefallen. Darf ich noch eine sehr provokante Frage stellen? Mit Freuden. Also Sie haben ja jetzt viel darüber geredet und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden, dass die Geschichte von Andrea Mangabell unabhängig zu ihrer Beziehung zu Josef Roth sehr relevant ist und sehr spannend auch heutzutage. Und jetzt taucht aber auf dem Buchcover nur Josef Roths Name auf und nicht Andrea Mangabells Name. Und für mich war es ein Irritationsmoment, der einen ja aber darauf stößt, dass sie erstmal für viele nur relevant hat, weil sie mit Josef Roth in Verbindung steht. Und jetzt wollte ich nochmal ganz explizit fragen, ob das Absicht ist, so darauf zu stoßen und was Sie eigentlich dazu sagen. Da bin ich dankbar, dass Sie so darauf beharren, denn genau dieses Fragezeichen sollte eigentlich im Raum stehen, wenn man das Cover sieht. Die Heilige des Trinkers ist nicht nur als Anspielung auf Roths letztes Werk, das ja erst posthum erschienen ist, gedacht, die Legende vom Heiligen Trinker, ein entzückendes, winzig kleines Büchlein. Mein Verlag, der Kamper Verlag, hat es in einem Reprint herausgebracht, das ist wirklich zum Verlieben schön gemacht. Und die Heilige des Trinkers hat Hintergrund. Denn rein nüchtern betrachtet kann man natürlich sagen, eine Heilige war sie in dem Sinne nicht. Sie war eine Protestantin. Die Protestanten haben mit Heiligen nichts zu tun. Er war Jude. Die Juden kennen keine Hagiographie. Und dennoch stimmt es, denn heilig sein, das sehen wir zum Beispiel paradigmatisch am heiligen Franziskus, bedeutet immer ein Miteinander von Distanz und Nähe, von sich verteidigen und seine Haltung wahren und Hingabe, wirkliche Hingabe. Und das hat sie verkörpert. Deswegen habe ich jetzt auch das Tabu gebrochen, nicht zu reden über ihre weitere Verkennung, denn genau das möchte ich wahrgenommen wissen. Mir geht es darum, dass diese Frau so gesehen wird, wie sie es aus meiner Sicht verdient und wie sie es aufgrund der Faktenlage verdient. Sie war in diesem Sinne eben eine Heilige, die auch sich nicht zu schade war für Hingabe. Es ist vielleicht ein falsch verstandener Feminismus zu sagen, dass dürfen wir nicht mehr. Und in dem Buch habe ich, das ist die Freiheit des belletristischen Verfassers, auch ihr in den Mund gelegt, dass sie über den Unterschied zwischen Hingabe und sich hergeben nachdenkt. Ja. Für mich etwas ganz Wesentliches. Und wer von uns möchte nicht, wenn er krank ist, hingebungsvoll gepflegt werden? Also an diesem Punkt habe ich mir gewisse belletristische Freiheiten genommen. Ich hoffe aber, sie sind in ihrem Sinne. Ich habe alles, was es von ihren Dokumenten gibt, gelesen, auch viele Briefe, die sie eben erst posthum geschrieben hat, die aber doch ihre Persönlichkeit erhellen und sehr viel von ihrem Charakter aufscheinen lassen. Mich interessiert wirklich, also ich habe mich das beim Lesen des Buches schon gefragt, ob sie, also diese Hingabe, von der Sie sprechen, Josef Roth war schwerster Alkoholiker, das war keine einfache Beziehung zu Alkoholismus, gesellt sich auf jeden Fall verbale Gewalt, was anderes wissen wir nicht. Es wird ja ein bisschen angedeutet, aber darum geht es mir nicht, sondern mir geht es eigentlich um die Frage, hätte sie denn überhaupt die Beziehung verlassen können oder war sie nicht eigentlich auch wirtschaftlich so abhängig, dass sie keine Wahl mehr hatte? Das ist jetzt vielleicht auch nur eine Spekulation oder eine Mutmaßung, aber mich interessiert es trotzdem. Sie hatte die Beziehung verlassen und
durch das, was ich erforscht habe, wissen wir auch, das ist völlig neu, dass Ruth Geld, das sie verdient hat, sie hat nämlich nebenher noch für seine Auftraggeber gearbeitet, unterschlagen hat. Ja. Das heißt, sie war in einer Unmündigkeit in ihrer ersten Ehe, in ihrer einzigen Ehe, und sie war wieder in einer Unmündigkeit, als sie für Roth arbeitete, weil er sie nicht bezahlte. Sie hat für ihn gratis gearbeitet, sie hat für ihn gratis lektoriert, sie hat Nächte durch abgeschrieben. Sie hat für ihn gesorgt, sie hat, was verboten war, mit Spirituskocher im Hotelzimmer gekocht. Auch das habe ich erst entdeckt. Das heißt, sie war eine unbezahlte Arbeitskraft, sie war eine benutzte Frau, und davon gibt es natürlich sehr viele. Das wird uns allmählich bewusst, weil darüber geschrieben wird. Aber sie war eben als benutzte Frau keineswegs nur ein Licht in seinem Schatten. Nee. Sie war eine prägnante, bedeutende, markante Frau, die es verdient, dass wir sie als eigene, eigenständige Persönlichkeit betrachten und nicht nur als Anhängsel eines großen, eines bewundernswerten Schriftstellers. Vielen Dank für Ihre Worte. Das hat mir jetzt sehr geholfen. Und jetzt habe ich noch eine andere Frage, eine letzte zur Recherche. Und zwar haben Sie es schon angesprochen, es gibt hier in der Monazensia einen Briefwechsel zwischen Hermann Kersten und Andrea Mangabell. Jetzt muss man dazu sagen, der Nachlass von Andrea Mangabell, das haben Sie auch schon angedeutet, es gibt ihn nicht. Mhm. Es gibt eben Typoskripte von Interviews mit ihr, es gibt Briefe, es gibt Dokumente, das alles ist verstreut. Und es gibt eben einen Briefwechsel zwischen Hermann Kersten und Andrea Mangabell, der ist im Nachlass Hermann Kersten hier in der Monazensia. Das sind so 23 Briefe und die sind zu einem großen Teil auch aus den 60ern. Also klingt jetzt erstmal nicht so spannend und so, als würde man was darin finden, aber Sie haben was darin gefunden. Kannst du das nochmal schildern? War für mich einer dieser herzklopfenden Augenblicke, als ich hier diese wunderbare Entdeckung machte. Kersten und Andrea Mangabell haben diese hier erhaltene Korrespondenz erst nach Josef Roths Tod geführt. Es ist ein einziges Dokument da, wo er noch unterschrieben hat. Da geht es um Wäsche und um Personal in Nizza, wo sie zusammen während der Exilzeit waren, und die Kerstens eben auch. Dennoch wirft diese Korrespondenz ein Licht auf Andrea Mangabell, das auch die Beziehung zu Roth neu erleuchtet. Und vor allem sind eben diese beiden eidesstattlichen Erklärungen hier vorhanden. Als ich die in die Hand nahm, da schlug mir das Herz bis zum Hals. Das war so überraschend, so präzise, so aussagekräftig, was hier liegt, dass mich ein Glücksgefühl entschädigt hat für alles, was ich in Arbeit geleistet habe. Wir freien Autoren haben es schwer mit der Recherche. Wir werden dafür nicht vom Verlag bezahlt. Und bei der Belletristik halten das manche auch für überflüssig. Ich halte das nicht für überflüssig. Es gibt die Poesie des Faktischen. Und schon bei einem früheren Roman, für den ich hier geforscht habe, unter anderem hier geforscht habe, konnte ich das erfahren, dass der Leser und die Leserin das sehr wohl wahrnehmen, was da an Recherche drinsteckt. Die spüren die Überzeugungskraft des wirklich Erkundeten. Und um die Leser geht es mir und um die Leserinnen, nicht um das, was in einer Zeitung steht. Nur wenn es die Leser in die Irre führt, was dort steht, und eine Legende verlängert, die längst überfällig ist, dann muss man sich auch darüber Gedanken machen. Dieser Fund hier bei Kersten hat in einem Punkt mich nur traurig gemacht. Es gibt hier einen riesigen Fotonachlass, und als ich sagte, ich würde mich gerne durch den durcharbeiten, wurde den lieben Mitarbeitern hier ganz schwindlig, sagten, das ist aber sehr viel, sagten, macht nichts, ich werde sie sofort erkennen. Und fragte mich unten jemand in der Bibliothek, ja, woran wollen Sie sie denn erkennen? Ich sagte, es tut mir leid an Ihrer Hautfarbe. Und ich merkte eben sehr rasch, dass sie nicht vorhanden war. Auch das noch ein Stück interessante Forschung. Andrea Mangabell hatte viele Fotoalben, in denen sie mit Roth und den ganzen Kollegen verewigt war. Und nach seinem Tod wurde sie natürlich auch Adressatin von Bitten um Interviews und Gespräche. Viele haben sie besucht, wollten noch was von ihr wissen und erkunden. Und während sie, so sagt sie selbst in diesem erhaltenen Interview,
in der Küche irgendwas zum Essen herrichtete, sie war immer sehr fürsorglich gewesen, verschwanden die Fotobände. Und so ist nur ganz wenig erhalten. Ich habe auf der Website des Verlages, wo ich meine Dokumentation darlege, eben auch das, was ich hier diesem wunderbaren Haus verdanke, ein paar Fotos von ihr wiedergegeben, die nicht bekannt sind, die nicht im Netz unterwegs sind, aber sehr vieles ist verschwunden. Wir kennen das ja hier gut im Archiv. Das ist also die Nachlässe von Frauen, von queeren Personen, von migrantischen Stimmen, von Personen of Color, die schaffen das nicht in die Archive. Ja, das ist ganz spannend und sehr tragisch. Sehr tragisch, ja. Ich danke Ihnen sehr für das Interview. Nochmal eine sehr große Empfehlung, diesen Roman zu lesen. Wie gesagt, auf der Verlagsseite sind die Recherchen, die Dokumentation zu Andrea Mangabell von Ihnen veröffentlicht. Und wer mehr über die eidesstattlichen Erklärungen wissen will, die Frau Singer im Archiv der Monatensia gefunden hat, der kann einen Blogpost dazu lesen, der ist unten in der Infobox verlinkt. Ich bedanke mich, es war großartig.